Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Schniedewutz zusammen mit unserem Victim of Games, den Honey. Ich begrüße euch ganz herzlich, moin. So, und diesmal sage ich am Anfang der Folge, wenn es euch gefällt, lasst mal ein Däumchen da. Vielleicht nützt es ja diesmal was. Nee, ich glaube diesmal nicht, ich rauche gerade. Oh. Naja gut, alles klar. Ich hatte gerade das Verlangen, tut mir leid. Ich mache es eigentlich nicht gerne in der Aufnahme, das hatte ich aber schon mal vor Jahren gehabt. Aber ich bin allein zu Hause und ich darf in der Wohnung mal rauchen. Geil! Na, da muss man das schon ausnutzen. Das ist so, da muss man knallhart. Jetzt wird hier alles zugequalmt. Ihr seht nachher nur noch in der Facecam hier nur noch Qualm und auch da unten ist ein Vorrichter. Vorsicht! Ha! Weil, wo denn? Ach da. Oh, danke! Sag mal, also ich wäre jetzt aufnahmefähig für mein neues Schwert, ne? Im Übrigen. Ach scheiße, ich muss PvP. Piranhas! Schatten. Oh. Piranha. Ich schnell raus aus dem Wasser. Der Drecksack. Mehr. Jetzt kommt er. Ja, warte. Wer ist? Oh, da greift er da unten ein Vieh an? Nee. Ja, aber mich hat er auf jeden Fall angegriffen. Das Dreckschwein. Ich hab'n. Was tut? Gut. Einmal frei. Achso, Schwert. Wenn du hast. Achso, du wolltest ja ein Schwert haben. Wo ist er? Hier am Kompost. Mhm. Bewusst? Da. So, 20 mal Erde. Wo ist es denn? Ja, ich geb das. Butter. Nee, ist ganz. Mir egal. Dankeschön. Bitteschön, gern geschehen. So. Weißt du, haben wir erstmal genug? Okay, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Erde hier ansetzen. Erde ansetzen? Achso, ja. Ich guck mal, ob ich noch unten was drin hatte. Ich guck noch mal nüber, ich hab noch ein bisschen Erde und werde gleich noch ein bisschen was anpflanzen. Wir haben klar, ja, dass wir wieder hier noch ein bisschen was in Erde haben. Ja. Wie Erde hab ich mit? Nee, brauchst du noch Erde? Nee, hier ist 64. In meiner Kiste oben sind 2x64. Alles gut, ich hab gerade eben mal gefunden, 64er Stack. Wir haben erstmal hier das benutzen. Und wer? Wie viel haben wir jetzt hier? Vierer, ne? Da kommt jetzt wieder Wasser. Wir könnten theoretischerweise danach mal langsam hier eine Brücke drüber zimmern. Über den Fluss. Und zwar könnte man das hier so ansetzen, hier so rüber. Wäre doch eigentlich eine Idee. Es wären dann zwei Wege. Ja, das können wir danach machen. Genau. Okay. So, werden wir erstmal hier ein bisschen Erde hier aufschuffeln. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, dass das hier irgendwie ein bisschen Gestalt annimmt, ne? Ich mache jetzt hier aber noch nicht, also wir haben jetzt noch nicht so genug Zeug, um jetzt richtig krass Felder anzulegen mit Beschriftung, wo wie was ist. Das kommt später irgendwann mal. Das ist jetzt nur ein Feld rein, um uns erstmal satt zu bekommen. So. Ja. Braucht man ja natürlich auch. Zurini. Boah, das Ding geht mir echt ein bisschen auf den Schwimmer. Was denn? Ey, ich hab doch hier so ein Fibres-Teil hier, was hier von alleine rumsprüht. Ach, das da Ding. Ja, ich weiß. Ich saß einmal bei jemandem auf Toilette und auf einmal hat dieses Ding losgesprüht. Alter, war ich erschrocken. Mein Herz stand still. Kenn ich zu gut. Hey, da wäre ich das hier drüben auffüllen. Die kleine Pfütze, die braucht ja eh keine Sau. Dann kann man das nämlich hier verbreitern und können danach eigentlich das nächste Häuschen hinbauen. Sogenannte Brauerei vielleicht sogar. Brauerei mit Seeblick. Grüße gehen raus an Christian. So. Okay. Gut. Und schon brauchen wir wieder Erde. So schnell geht's, gell? Naja, ich brauche das komische Gartenzeug. Was ich finden muss, das sind die komischen Teichblätter, wo man drüber laufen kann, diese Seerosenblätter. Okay. Die müssen wir dann hier reinlegen, dass wir übers Wasser laufen können, zwischen Beeten. Aha. Ja. Okay. So, dann werden wir die Verbreitung hier noch hinzimmern.
Weil das bei hier Kinders. Ich soll hier schon wieder für Scheiß einsammeln. Jetzt kommt gerade mein Lieblingslied aus der Playlist. Okay. Oneva heißt das. Aha. Wo die Tussi immer so. Das finde ich toll irgendwie. Das fällt mir immer auf, wenn das kommt. Andere Lieder nicht so, aber das fällt mir immer auf. Okay. Nicer, nicer. Ich glaube, das sollte ich mir mal ins Auto machen, dass ich irgendwann mal die Schnauze davon voll habe, dass es nicht mehr auffällt. So einen ganzen Tag im Dienstwagen, Beschallung. Kann ich dann die Playlist wegschmeißen? Wo ist es denn hin? Da ist er. Ja, ein Haufen Grünzeug hier in der Hütte drin. So, Alter, dieser Bambus. Ich kann bald nicht mehr sehen. Blub, blub, blub. Also das Wasser wieder drin. Sehr schön. Da noch was? Eins. Doof. Oh ja, warte mal. Könnten wir die zwei hier mitnehmen? Ich hab Spargel gefunden. Magst du Spargel? Spargel, ja. Spargelsaison gehe ich immer total schleifen, wenn die ist. Ich auch. Also könnte ich mich echt, auf Deutsch gesagt, totfressen. Mit dem Zeug. Ja. Ich mag ja grünen Spargel so sehr gern. Oh, jawohl. Sonnengereifter grüner Spargel. Mega. Am besten noch in Schinken reingewickelt, Alter. Da geht den einer ab, dir. Ja. Und unten. So, das ist hier ein bisschen Pfütze. Obwohl, das ist ganz cool hier. Da könnte ich dann nachher so eine Sonnenterrasse mit dran bauen an diese Brauerei zum Saufen. Der Typ, du, der plant. Das sag ich guck euch. Mal, ach da, guck mal, Servus. Guck mal, ein bisschen was der Hanni macht hier. Ist ja richtig wie ein bisschen schön hier, du. Kann man den Sand nämlich abbauen, den kann man nämlich später fürs Glas hier nehmen und dann kann man Erde oben drauf schütten. Hanni? Weg auf dann nicht schon wieder. Nee, ich frage nur, ob das so sein sollte hier. Dass hier vorne dunkle Blöcke sind und hier hinten nicht. Es war nur, also wenn es so sein soll, dann okay. Ach so, ich fand das ein bisschen attraktiv. Alter, guck mal, hier sind wieder Stachelbeeren dran. Komm, hier kannst du mal einsammeln diesmal hier, da wo es so hell dran ist hier. Nee, nicht! Aha, nicht! Ach so. Rechtsklick bitte nur. Ach so. Da machst du die Beeren ab. Das schwer ist ja so. Verbunden, wenn du den wieder hinstellst. Okay. Also hier rechtsklick. Nee, muss er erst wachsen. An den hier geht's. Ich hab hier zwei. Na, dann nehm ich die hier noch. So, aber also die bringen viel, die Stachelbeeren. Hätte ich eigentlich. Ist denn das Gelbe jetzt um mein Dingsbums und mein. Geh ich nicht. Das hier. Weg. Was ist denn nur bei dir schon wieder los? Ich hab schon wieder hier Blumen aufgesammelt, was kein Schwein braucht. Alter, wird das schon wieder dunkel? Nee. Alter, das geht drauf. Sack, Junge. Denkst du doch nur. So, hab ich jetzt das Säule mitgenommen hier? Das Kompostglum? Nee, gucke, hat er nicht mitgenommen. Achte sind 16. Das ist ja jetzt nicht gerade so der Bringer. Ach nee. Ich bin wieder rülpsen. So. Oh, da kamen die Nudeln mit hoch. Nicer. Ach, nochmal drauf rumkauen und runterschlucken. Ach, Alter. Wiederkäuer. So, einmal frei. Oh klar, mir fehlen wieder drei Schuffeln Erde. Ach, Erde. Das war wieder so klar. Schon wieder dunkel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, die Zeit geht sau schnell rum, du. Ich hab das nicht mal nüff. Das ist nicht nüff. Oh, ein weißes Pferd steht hier auf dem Flur.
Sie war eigentlich schon mal ganz prickelnd. Ja, was sind das hier? Büsche oder Böhmen? Das frage ich mich auch manchmal. Hä? Das ist ein Busch? Ach nee, da ist es doch. Mädchen. Meinst du? Ach, alles gut. Hanni, kommst du? Ja. Könnt ja. Ich liege. Ist ja dunkel. Oh, Hilfe. Hat er Angst? Oh, hier eine Flirte. Ach, guck mal. Ey, wenn du hier auf Wanderschaft in Höhlen gehst oder so, nimmst du das nächste Mal das Bett mit, gell? Zwecks, zusammen petten oder so, ja. Hallo, ich will hier runter. Achso, warte mal, war hier oben? Hallo, war hier in der Truhe noch was? Schön hineingestochen. Wir haben noch Erdnüsse hier. So, die nehmen wir gleich noch mit. Die kannst du dir sonst noch werfen. Mach ich auch. So. Okay, warte mal. Weiter wird das noch hier. Dann machen wir noch eine Ladung ran. Dann machen wir eine komplette Erhöhung, genau. So, warte mal. Machen wir Erde. Hast du noch ein Stack Erde oben drin, was du nicht brauchst? Jo. Soll ich mitbringen? Soll ich da lassen? Bin hinter dir. Okay. Aber ich. Achso. Ja, grün ist ja hier drin. Ich bleib mal kontrollieren, was das ist. Ach, ist das wieder ein schönes Wetter hier. Ich geh es ist herrlich, gut. Es ist herrlich, oder? Ey, Mann, frei. So, dann machen wir hier noch die Erhöhung. Zack, zack. Scheiß Grünzei. Alter, bin ich froh, wenn der erste Garten da drüben angelegt ist. Das ist ein bisschen... Naja. So, okay, das haben wir geplättet. Sieht gut aus. So, dann muss ich jetzt überlegen. So, dann passen wir mal auf. Quote. Mal hier, diese Quote. Ach, jetzt fehlt immer hier. Na, warte mal. So. Da können wir hier schon mal Wasser reinsetzen. So. Richtig nicer Dicer. Oh, also, das ist krass, wie viel Grünzeug es hier in diesem Game gibt. Also, das ist doch nicht mal normal. Okay. Wir haben jetzt noch drei davon, da können wir hier noch die Verbreitung reinsetzen. Zack, zack. Haben wir hier schon mal eine ordentliche Fläche, um eigentlich hier was drauf zu bauen dann. Optimalo. Optimalo. So, jetzt guck ich mal kurz in meine Dings. Was haben wir jetzt hier? Zuckerrohr haben wir. Dreimal. Australischer Günsel. Kenn ich. Sag mir was. Fuchsbaum. Feingefiederter Schüsselwurm brauchen wir auch nicht. Braune Blätter soll ich oben einflacken, hast du gesagt, gell? Was für Zeug? Braune Blätter? Braune Blätter oben im Kompost. Ja, alles was hineingeht. Hauptsache, der ballert mal ein bisschen was raus. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Erde. Oh, so Stiefmütterchen und sowas, kann man da so reinhauen? Ja, das geht alles durch. Geht alles durch? Der Hauber Buchsbaum mit? Nein. Jöns. Ja. Yeah. Alter, das Zeug, was ich hier angepflanzt habe, das ist schon wieder fast fertig. Hier, okay. Bambus ist schon wieder fertig mit Wachsen. Alter, das geht wirklich ja, rucki-leggi. Ja, nice. Warte mal, wir haben jetzt so langsam mal hier oben. Kaffeepflanze ist erwachsen. Wahnsinn. Willst du einen Kiesweg? Willst du den zwei breit haben oder willst du den nur ein Dings breit haben? Zwei breit und am geilsten wäre noch mit so Pflastersteinen umrandet. Also, weißt du, also in der Mitte Kies, okay. Und links und rechts dann so Pflaster. Okay, gut. Ich glaube, das würde ziemlich nice aus. Aber wird das zu viel? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach, was wir machen können. Ich fange jetzt einfach mal schon mal ein bisschen langsam hier was an. Zack. Da einmal. Ich hätte halt wirklich gern diese blöden... Obwohl, es reicht eigentlich nur einfach in der Mitte und außenrum Pflasterstein.
Nicht mal drei breit. Wächst wegen den Türen. Ach komm, mach erstmal nee, nur. Nee, mach erstmal nur hier zwei Markies. Zwei Markies breit. Ja. Okay. Yeah. Dann machen wir das so. Ich ja, das so möchte. Geh mal kurz ein bisschen auf Suche, wegen zwecks Rosen. Seerosenblättern. Ja, 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 alles gut. Dann gucken ich jetzt mal gucken, wohin. Ich muss mir das ein bisschen merken. Wir haben ja noch keinen Atlas. Den sollten wir uns vielleicht auch bei Gelegenheit mal. Ja. Gehen wir hier kurz ein bisschen Kies abbauen. Ach, scheiße, hier ist Schneebiom. Oh, da hinten. Scheiße, warte mal. Das ist ziemlich gefährlich, hier wegzugehen. Hier wird eh nicht viel gemacht an der Seite. Nur jetzt mal hier krallen. Da zwei Breite kann man das nämlich mit Erde hier ansetzen. Und ich dann hier nämlich schon mal eine Art Weg. Na freilich, so kann man es auch bauen. So. Jetzt müsste ich hier mal irgendwas in die Gegend setzen, damit ich weiß, woher ich gekommen bin. So. Da kommt noch eine Treppe hin. So, ein Blatt hab ich. Toll. Ein Blatt hast du. Eins hab ich. Sie wird Schuffel kaputt gegangen. Oh. Herrlich, das ist immer totale Bombe, wenn die Schuffel kaputt geht. So. Was haben wir da vor Treppen hingesetzt? Solche Treppen haben wir da hingesetzt. Okay, da ist so eine Treppe hin. Bisschen nicer, da ist alles. Zack, zack, zack. So. Oh, mehr Kies. Verdammte Axt. Na, ja, gehen wir mal unter Wasser. Schaufel, wie war Schaufel nochmal bauen? Einmal Eisen und die untersten zwei Stickies. Meinst du? Jo. Ja. Hat sogar mal recht gehabt. Lass mich doch mal hier unter Wasser. Wir sehen von hier aus zu Hause nicht mehr. Das ist mir ein bisschen tricky. Leg doch ein paar Brotkrümel oder so. Naja, ich hab nur hier so ein kleines Zeichen gesetzt, aber hm. Ach du Scheiße, wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Schon wieder? Das siebt ja nicht, ne? Wir haben noch gar nichts gemacht. Kommst du hier zu nicht, Alter? Beispiel. Na, ich finde hier keine. Och, hier ist alles voll mit Rosenblättern. Also Seerosenblätter. Ja. Du musst jetzt alle mitnehmen. Es wird dunkel, ist mir grad scheißegal. Nee, mach nur. Ich tue hier noch schon mal vorbereiten. Da hier noch eine schöne Dings zum Sinn. Da lang. Da lang. Dann hier runter. So. Da oben immer die Bäume hin. Wahrscheinlich wieder zum Schwein werden. Da noch hinsetzen. Fängt das jetzt an zu regnen? Nee. Gieß es. Das ist erstmal provisorisch hier, einfach mal hingeknibbelt. Okay. Aber hier, wo ich bin, ist verdammt viel Lehm. Ach, hier unten ist erst eine Luftblase.
So, ich weiß Gott sei Dank noch, wo ich bin. Oh, ich muss die Seerosenblätter hier unten noch mitnehmen, Leute. Das nützt alles nicht. Och Mann, da rochen. Schön. Okay, aber jetzt komme ich zurück. Ich muss erstmal zurück. Es wird dunkel und das gefällt mir ja nicht. Ach nur. Ach nur. Schnell was fressen. Schwert in die Pfote und ab geht er. So, 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 so. Oh, ist doch immer wieder erleichternd, wenn man es zu Hause sieht. Wir brauchen unbedingt einen Atlas. Ja, ist doch gut. Aber das ist, da geht schwierig. Da brauchen wir einige Zutaten. Da drüben ist das. Wo haben wir es denn noch hin? Ach, da hinten kommt er doch schön. Guck mal her. Juhu, Hanni, Grüße. Grüße, Servus, Günther. Alles klar bei dir. Klaus Dieters, es läuft, es läuft, es läuft. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe, alles, wo ich war, was ich gesehen habe. Der Heideltraut war wieder im Einkaufsladen. Du glaubst nicht, was die Art... Mal hier vertreppend davor gezimmert. So. Boah, nichts ist ein Recht. So, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Der Victim of Games, ja, und ich beim nächsten Mal wieder vielleicht oder auch nicht. Bis dann, ja. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao, Leute.